In dieser Folge geht es um ein sehr interessantes Shooter-Subgenre, nämlich den sogenannten Reflection-Force-Shootern. Erfunden hat dieses Subgenre der Entwickler Takumi. Takumi ging hervor aus dem Entwicklerstudio Toaplan oder Toaplan, laut Wikipedia wird es eventuell Toapuran ausgesprochen, ich weiß es mal wieder nicht genau. Toaplan hat in den 80ern bis Mitte der 90er Jahre ebenfalls interessante Shooter entwickelt, beispielsweise Hellfire oder Zero Wing, Grindstormer fällt mir da ein, die glücklicherweise fast alle für Heimkonsole portiert wurden, für PC Engine oder Mega Drive beispielsweise. Ja, wie gesagt, Toaplan hat dann leider in den 90ern, Mitte der 90er Jahre die Pforten geschlossen. Und die Programmierer, also die ehemaligen Mitglieder dieses Studios, haben dann neue, weitere Studios gegründet. Beispielsweise Cave ging tatsächlich daraus hervor, bekannt für Dodonpatch und ESP Galuda und weitere. Daraus hervorgegangen ist auch beispielsweise Aiting Racing. Die sind bekannt für Terra Diver, der japanische Name, jetzt wird es wieder peinlich, wird eventuell Sukyu Gurentai ausgesprochen, ich weiß es nicht genau. Kingdom Grand Prix ist auch von Racing und noch irgendein, ach ja, Battle Garriga, auch glücklicherweise portiert für Sega Saturn, bekannt für seinen unglaublich hohen Schwierigkeitsgrad. Aber trotzdem ein sehr schönes Spiel, vielleicht zeige ich das mal in einer anderen Folge meiner Serie. So, es geht ja jetzt um Takumi und die haben 1999 Gigawing veröffentlicht. Das ist der erste Teil aus dieser Reflection Force Shooting Serie. Und mittlerweile gibt es drei Teile, die wurden bis 2005 veröffentlicht. Für mich gehört übrigens Mars Matrix auch ein bisschen dazu. Also für mich gibt es vier Teile in der Serie. So, und über Gigawing möchte ich heute ein bisschen erzählen und auch ein bisschen aus den Spielen zeigen und wünsche euch viel Spaß mit Sprites, Shapes und Co. Folge 6. Gigawing, der erste Teil aus der Serie, wurde 1999 zuerst für Arcade entwickelt und veröffentlicht und später auch für Dreamcast. Die japanische Version unterstützte leider kein RGB-Kabel und deswegen habe ich mir später nochmal die europäische Version gekauft, welche das RGB-Kabel glücklicherweise unterstützt. Das Spiel ist ein reines 2D-Spiel, es scrollt zwar vertikal, aber ist trotzdem horizontal orientiert, nutzt also den kompletten 4:3-Bildschirm und sieht mit dem RGB-Kabel auf Röhrenfernsehgeräten auch wirklich spitze aus und fast 1:1 zur Arcade-Version. Ja, wie ihr gerade gesehen habt, gibt es verschiedene Charaktere zur Auswahl, die dann verschiedene Waffen und Sonderwaffen mit sich führen. Ich nehme meistens diesen roten Flieger, weil er so schön stramm nach vorne schießt und wenig zur Seite. Wie so oft in solchen Spielen gibt es unheimlich viele Medaillen einzusammeln, also fast jeder abgeschossene Gegner hinterlässt eine Medaille, die man einsammeln kann. Und jetzt gleich sieht man, was mit Reflection Force gemeint ist. Denn wenn viel auf dem Bildschirm los ist, also viele Bullets unterwegs sind, um einen zu zerstören, dann kann man mit der Reflection Force diese ganzen gegnerischen Schüsse auf die Gegner zurücklenken. Und das gibt dann auch mehr Medaillen und somit mehr Punkte. Ja, bis jetzt war noch nicht so viel los und ich habe Reflection Force noch nicht benutzt. Da schießt schon einer ein bisschen mehr und da konnte man sehen, wie ich die Schüsse auf den Gegner zurück reflektiert habe. Und dass dann auch mehr Medaillen auf dem Bildschirm erscheinen, die man einsammeln kann. Da wieder. Die Reflection Force kann man natürlich nicht ständig einsetzen. Wenn man sie einmal eingesetzt hat, dann muss man einige Sekunden warten, bis diese Art Waffe wieder bereit ist. Das wird einem mitgeteilt durch ein kurzes akustisches Signal und auch durch ein optisches Signal.
Das ergibt dann tolle strategische Möglichkeiten. Man muss sich genau überlegen, an welchen Stellen man diese Reflection Force einsetzt. Also wann wirklich viel los ist, wann man am meisten scoren kann damit und wann man sich auch am besten mit dieser Reflection Force rettet aus schwierigen Situationen. Das Spiel ist übrigens weniger ruckelig, als es in diesem Video aussieht. Leider ist das Video von dem Spiel nicht so ganz gelungen. An manchen Stellen ruckelt es. Ich hab nicht herausgefunden, woran das liegt. Jedenfalls ist es im Original flüssiger, als es hier aussieht. Bei den Endgegnern läuft ein Countdown mit, den könnt ihr auf der rechten Seite sehen. Es gibt mehr Punkte, je schneller man einen Gegner zerstören kann. Wenn der Countdown bis 0 abläuft, dann kommt man trotzdem weiter, aber der Gegner verliert dann sozusagen und man bekommt insgesamt weniger Punkte. Auch hier ist der Einsatz der Reflection Force essentiell, denn sonst hat man eigentlich selten eine Chance, diesen Gegner vor Ablauf des Countdowns, naja, platt zu kriegen. Auch ein typisches Merkmal dieser Serie, diese unfassbar hohen Punktezahlen. Also die Zeit reicht gar nicht, um diese Punktezahlen vernünftig vorzulesen. Hier nochmal ein kurzer Ausschnitt aus dem zweiten Level, der mir auch schon deutlich besser gefällt als der erste Level. Ich mag diese Szenarien mit Züge und Gleise und dergleichen. GigaWing 2 wurde 2001 für das Naomi Arcade Board entwickelt. Dieses Naomi Board ist ja Grundlage für Dreamcast. Deswegen sehen die Arcade-Umsetzungen für Naomi, also und die Portierungen auf Dreamcast, halt fast immer 1:1 zur Arcade-Version aus. GigaWing 2 ist ein reines 3D-Spiel diesmal und wie ihr sehen könnt, bietet es sogar einen 4-Spieler-Modus an. Den kann ich aber leider nicht empfehlen, denn dann wird das Spiel sehr, sehr ruckelig. Aber ein oder zwei Spieler bekommt das Spiel sehr gut hin. Es gibt wieder verschiedene Charaktere zur Auswahl, ähnlich wie im ersten Teil. Und eine kleine Story wird auch wieder erzählt, die je nach Charakter immer etwas anders verläuft. Darüber erzähle ich jetzt nicht viel, denn ich finde solche Storys ehrlich gesagt immer total langweilig. GigaWing 2 ist ebenfalls ein vertikal scrollendes Spiel, welches wieder den 4:3 Bildschirm im horizontalen Modus ausnutzt und sieht auf den ersten Blick auch recht ähnlich aus. Ab hier bemerkt man dann sehr stark den Hauptunterschied, nämlich die 3D-Grafik. Das Spiel macht aber trotzdem sehr, sehr großen Spaß. Ich glaube, es macht mir sogar etwas mehr Spaß als der erste Teil. Weil auch einfach noch mehr los ist. Mehr Bullets, mehr Medaillen, mehr Action. Das gefällt mir.
Giga Wing Generations, der dritte Teil, wurde 2004 erst für das Taito Type X Board entwickelt und in den Arcades veröffentlicht und 2005 dann überraschenderweise für PlayStation 2. So, und hier sieht man eine gewaltige Veränderung. Das Spiel ist zwar immer noch vertikal orientiert, aber nicht mehr für 4:3 Monitore gedacht, sondern für hochkant aufgestellte Monitore, also der Tate-Modus. Ein riesen Nachteil der Portierung für PlayStation 2 ist, dass versäumt wurde, den Tate-Modus mit zu implementieren. Man muss es also leider immer, mit horizontal aufgestelltem Fernseher oder Monitor spielen und hat links und rechts diese Artworks stattdessen und einen etwas kleinen Bildschirm. Das Spielprinzip hat sich nicht verändert. Es ist genauso wie in den beiden Teilen zuvor. Man muss sehr, sehr häufig die Reflection Force einsetzen, damit das Spiel überhaupt schaffbar ist und man auch viele Punkte machen kann. Es wirkt von der Grafik her ein wenig wie eine Mischung zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil, denn es ist diesmal auch eine 3D-Grafik, aber ohne Kameraschwenks oder dergleichen. Insgesamt eine immer noch gelungene Umsetzung. Es läuft zwar nicht mit 60 Hertz, so wie das Arcade-Original, sondern nur mit 30 Hertz, aber das bemerkt man kaum. Okay, die PlayStation 2-Grafik ist halt typisch für PlayStation 2, so ein bisschen flimmerig. Aber was soll man machen? Es gibt einfach nur diese eine Umsetzung und entweder man kauft sich das teure Board oder halt die PlayStation 2 Version, welche glücklicherweise von 505 auch in Europa veröffentlicht wurde. Achso, ein 60-Hertz Modus wurde Gott sei Dank implementiert. Aber kein Tate-Modus.
Zu guter Letzt zeige ich jetzt noch Mars Matrix Hyper Solid Shooting, welches 2001 wiederum für CPS2-Board veröffentlicht wurde und glücklicherweise etwas später für Dreamcast. So wie ich es am liebsten mag, ist Mars Matrix wieder in purem 2D gehalten, unterstützt das RGB-Kabel und sieht auf Röhren-Fernsehgeräten mal wieder sahnemäßig aus. Hier kann man eine sekundäre Waffe sehen, so ein Feuerblitzstrahl, der unglaublich viel Power besitzt. Und dieses Spiel hat nicht diese Reflection Force wie die Gigawing-Serie, sondern eine sogenannte Gravity Hall Weapon, heißt sie, glaube ich. Die saugt alle Schüsse der Gegner auf und sie werden in sowas ähnliches wie eine Smart Bomb entwickelt. Diese Gravity Hole Weapon, die kann man auch nicht ständig einsetzen, sondern nur einige Sekunden nach dem letzten Einsatz, und man muss sich wiederum genau überlegen, wann man sie einsammelt. Es gibt diesmal nicht diese Medaillen zum Einsammeln, sondern diese viereckigen Zauberwürfelartigen Gebilde, die größer werden, je besser man mit seinen Waffen umgeht und natürlich da mehr Punkte geben. Mir persönlich gefällt Mars Matrix noch besser als jeder Gigawing-Teil, denn es, ich finde es einfach schöner. Vom Setting, von der Action, von der Musik, finde ich, ist es wirklich der beste Teil aus der Serie. Auch wenn er kein richtiges Mitglied dieser Serie ist, aber trotzdem. Das schönste Spiel aus der Serie. Punkt. Ja, mit diesen wunderschönen Bildern eines fast perfekten 2D-Shooters verabschiede ich mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!